So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Magic the Gathering Arena. Und ich habe mir gedacht, wir zocken heute einfach mal klassisch Draft. Was ist Draft? Könnt ihr euch links oben schon mal durchlesen. Generell, man bekommt halt einen Mix oder Booster und die werden Spielern in die Runde geworfen, quasi so ganz grob erklärt, und man kann dann immer sich eine Karte nehmen. Ja, in echt wird das Reihe um dann immer durchgereicht, das Booster. Hier ist es halt ein bisschen anders. Aber generell, man muss halt sich Karten raussuchen und daraus ein Deck bauen. Und mit diesem Deck muss man dann möglichst viele Siege einfahren, um möglichst viele Belohnungen dann zu erhalten. Also ich sag mal, ich glaube drei Siege macht man plus. Ab drei Siege macht man plus. Das ist so das Goal. Ja, das Problem ist, wenn man zwei Matches verloren hat, ist man raus. Ja, seht ihr hier nicht, steht ihr. Spiele weiter, bis du zwei Matches verloren hast. So, und das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen weiterspielen, aber nicht zwei Matches verlieren. Ich weiß, ist halt schwer zu sagen, wie lange das Video geht. Wenn es lang geht, dann könnten wir die fünf Siege schaffen. Gut, wir legen einfach mal los. Problem ist, ich bin ziemlich kacke in Drafts, ne? Weil ich das einfach generell in echt nie gefeiert habe. Ich habe es eher gefeiert mit meinem Deck, was ich über Jahre optimiere und bla. Damit, es geht diesmal Gott sei Dank nicht auf Zeit, damit zu spielen. Bei Draft muss man so ein bisschen damit arbeiten, dass man jetzt nicht so ein krasses Kombinationsdeck schafft, einfach weil man hier random Karten bekommt. Das heißt, man schaut eher auf die einzelne Karte. Und im Hinterkopf hat man so, was man bisher schon gepickt hat. Aber so die einzelne Karte, alleinstehend, wie gut die ist. So, und zum Beispiel Fliegend ist sehr gut. So eine Sachen wie Card Draw ist ultra gut in Draft. Es gibt so ein paar Mechanics, die sind schon sehr gut. So ein jugendlicher Ritter zum Beispiel, der ist ganz geil. Ne? So, als einfach weil der ist knackig für zwei Mann und zwei Einser mit Erstschlag. Das ist schon recht stark für sich genommen. Ist eine gute Karte im zweiten Zug. So. Hinzu kommt, ich kenne nicht alle Karten. Im besten Fall spielt man den ganzen Tag Draft. Kennt sich in der Edition, in der man Draft spielt, ultra gut aus. Und hat schon voll viel Plan im Kopf, was so gut ist, was nicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, welche Karten im Draft in dieser Edition ultra overpowered sind. Also habt da bitte Nachsicht, falls hier ein paar Experten zuschauen. Ich denke aber, der Großteil sind eher Casual Magic-Spieler. Die versuche ich jetzt einfach ein bisschen mitzunehmen. So, es gibt immer eine Rare-Card pro Booster-Start natürlich. Da haben wir hier den harmonischen Archon. Fliegend. Nicht-Archon-Kreaturen haben Basisstärke und Widerstandskraft 3-3. Und wenn er ins Spiel kommt, kriege ich 2-1-1 Mensch-Kreaturen-Spielsteine, die aber 3-3er sind, weil sie nicht Archon-Kreaturen sind. Boah, der ist schon ziemlich gut. Das Problem ist, alle anderen Viecher sind halt auch 3-3er. Aber alleine 4-5er fliegen für 6. Also ich nehme den mit und gehe dann wahrscheinlich einfach auf Weiß. Aber schauen wir mal. So, hier wäre zum Beispiel eine weiß-schwarze Variante. Ich will mich auch nicht zu früh festlegen. Ist halt so ein Ding in Draft. So, es bringt nichts, jetzt fünf Farben zu picken, wenn man schon eine sehr begrenzte Auswahl hat. Todesberührung, die Widerstandskraft ist gleich der Anzahl an Rittern, die du kontrollierst. Oh, mit Todesberührung ist das ziemlich nice für zwei Mana. Immer wenn er angreift, erhält ein anderer Ritter deiner Wahl, den du kontrollierst, Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Dies ganz geil. Einfach 1-1 Lebensverknüpfung.
Und kann nicht geblockt werden. Außer halt von Viechern nicht. Er ist auch ganz okay. Oh. Das ist gut. Das würde ich nehmen. Einfach eine Verzauberung, die plus 0 plus 1 macht. Bin ich überzeugt von. So, 2-2 Fliegen für 3 Mana jede Kreatur. Mit einem Abenteuer, den du kontrollierst, kommt mit einem zusätzlichen plus 1 Marke ins Spiel. Wenn die Kuh stirbt oder du sie abwirfst, erzeuge einen Speisespielstein. Ach so. Das ist an sich auch nicht verkehrt. Gargoyle, ja. Aber ich glaube, ich nehme das Feenwesen. Ich weiß nicht, was ich noch kriegen könnte mit Abenteuerkreaturen bei Weiß. Wahrscheinlich schon ein paar. Wird wahrscheinlich nicht häufig oder nie dazu kommen, aber für 3 Mann eine 2-2 fliegende ist schon solid. So. Kein Spieler kann mehr als einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch pro Zug wirken. Das ist sehr unnötig komplex ausgedrückt, meiner Meinung nach. Also, verstehe ich das richtig? Also, Spieler können halt nur einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch pro Zug wirken. Muss aber wahrscheinlich so ausgedrückt werden wegen ein paar anderen Fähigkeiten. Das ist halt gegen Blau sehr stark und auch gegen Rot und ja, das ist schon stark. Aber in Draft ist es eigentlich nicht so krass stark. Weil du einfach in Draft nicht so viel Spontanzauber, Hexereien und so weiter hast. Meiner Meinung nach. So, der ist 3-6 für 4 Mana. Das ist ziemlich gut. Beispiel Mono-Weiß wahrscheinlich. Lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine 1 plus 1 Marke. Boah. Das ist auch sehr gut. Boah, die sind beide echt gut. Das ist eher sowas, das kann man mitnehmen. Einfach damit man, ist halt auch wichtig, gerade beim Draft teure Karten zu haben später. Das ist schon echt gut. Ey, ich glaube, ich nehme das mal. Ist halt ein bisschen situativ, aber eigentlich hat man im Draft schon mal so eine Frontenbildung, wo dann echt so 3, 4 Kreaturen sich gegenüberstehen. Und da ist sowas halt ein. Könnte eine Win-Condition für mich sein. Schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Ziehe eine Karte. Sehr, sehr spezifisch. Aber ich glaube, die Karte hier, unbetäubende Stille, ist einfach in Draft nicht so krass gut. Weil es halt doch sehr kreaturenlastig ist. So. Wir haben jetzt schon ein bisschen Knowledge. Wir wissen schon, zum Beispiel, sie ist ganz gut. So, der hat ein Abenteuer. Wir erinnern uns, wir haben ja die Pfadleuchterin. Das heißt, Kreatur mit Abenteuer. Ne? Aber damit arbeiten wir nicht zwingend, also damit rechnen wir einfach nicht. So, Alarmbereitschaft für 3 Mana, eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 2 bis zum Ende des Zuges, enttappe sie. Das ist ganz geil. Und für 2 Mana eine 2-1er. Aber sie ist auch echt gut. Ich glaube, ich nehme sie. Aber. Nee, das ist, glaube ich, echt auch gut, gerade in Draft. So, ich glaube, gerade viele Abenteuer in Draft ist echt gut. Das ist ein bisschen tough gerade. Ich nehme sie. Aha, den hatte ich vorhin gesagt, er ist ganz geil. Flankenangriff. Fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl so viel Schadenspunkte zu, wie du Kreaturen kontrollierst. Okay. Da würde ich, glaube ich, eher den. Ah, nee, der Waffenständer ist, glaube ich, auch echt gut. Kommt mit 3 1-1-Marken ins Spiel. Und jede Runde kann ich eine 1 plus 1-Marke auf eine Kreatur manövrieren. Das schon fast.
Der ist schon auch ganz gut. Aber ich glaube, ich nehme lieber den jugendlichen Ritter. Verzauberte Kutsche. Erzeuge 2, 1, 1 weiße Maus-Kreaturenspielsteine. Bemann 2. Tappe eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst und die zusammen Stärke 2 oder mehr haben. Dieses Fahrzeug wird bis zum Ende des Zuges zu einer Artefakt-Kreatur. Aha. Ach, kann es sonst nicht angreifen, weil es ein Artefakt-Fahrzeug ist? Wie geil ist das eigentlich so? Cinderella ist es, oder? Nee. Kürbiskutsche? Doch, oder? Ja, whatever. So, Flankenangriff nochmal. Flankenangriff auch echt gut. Aber 2-1-1 Kreaturenspielsteine, das ist schon geil. Gerade wenn wir im Hinterkopf haben, potenziell bekommen die plus 0, plus 1. Wir haben hier was, was alle meine Kreaturen plus 1 macht. Wir haben hier was, was alle Kreaturen zu 3 Dreiern macht. Das ist schon, wenn wir in die Richtung mehr gehen. Erzeuge 2, 1 plus 1 weiße Menschenkreaturenspielsteine. Wenn man nur weiß bezahlt hat, oder halt 3 oder mehr. Okay. Erhältst du für jede Kreatur, die du kontrollierst, einen Lebenspunkt. Dann hier nochmal den Junker. Ja, ich glaube, ich nehme für die Krone. Ah, hier ist nochmal jetzt die geliebte Prinzessin. Der Greif ist aber auch echt ganz okay. Gerade weil ich jetzt, ich habe halt den Archon für Late Game jetzt. Ich habe die Kutsche. Aber sie ist halt, glaube ich, mit der beste Starter, den ich habe. So. Was war das jetzt für ein Sound? Ja, ich glaube, dann nehme ich da nehme. Oh. Ich glaube, da nehme ich die Kuh. Ja. So, und jetzt kann man. Hier, das ist zum Beispiel eine gute Situation, denke ich, wo man die Burg mitnehmen kann. Die ist halt fürs Late Game ganz gut. Ach, geil. Cool. So. Riesentöter. Noch ein. Das ist sehr lucky für mich, dass ich 2 weiße Rares hintereinander bekomme. Weil da kann theoretisch eine Rare von jeder Farbe sein. Hat sogar ein Abenteuer. Fällen, Spontanzauber, zerstör eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr. Boah. Das ist ein Killer-Ding. So, dann ist für ein Mann eine 1-2er. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Alter, das ist wie der Marionettenspieler früher. Alter, krass. Ja, keine Diskussion, nehmen wir. So, hier hätten wir Mensch-Ritter. Fliegen 2-3 für 3 Mana. Das ist schon echt richtig gut, solid. Tappe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl als Spontanzauber. Nehmen wir. Oh, nochmal. Oder entschlossene Reiterin erhält Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. 4-2. Oder Unzerstörbarkeit. Boah, und dadurch, dass sie 4-2 hat, kann man das sehr situativ geil einsetzen. Oder nochmal der. Aber er ist, glaube ich, sogar fast besser, oder? Na, wobei, gerade so Kreaturen im Draft, wo man. Man kann ja auch beides bezahlen. Gerade so Kreaturen im Draft, wo man Effekte hat, wo man einfach nur flat bezahlen braucht, die sind nochmal sehr gut im Draft. Weil du kommst sehr oft ins Late Game, wo du einfach dann nur noch eine Karte ziehst, weil niemand hat so krass Kombis mit Card Draw oder so, deswegen ist auch Card Draw so gut in Draft. Du hast halt jede Runde deine eine Karte, kannst sie einsetzen und das ist so dein Value. Aber wenn du Karten auf dem Board hast, wo du halt viele Effekte hast, wo du noch bezahlen musst oder kannst, dann hast du auf dem Platz einfach noch mehr Value, wo du dein Mana gut nutzen kannst. Ja, dann liegt es nicht einfach nur so brach da, das Mana, was einfach nur noch dafür da ist, um deine eine Karte, die du pro Zug ziehst, zu benutzen. Deswegen ist es schon echt gut. Aber er ist halt auch echt gut, meiner Meinung nach. Aber. Oh, sehr schöne Karte. Sehr schön gezeichnet. So, was haben. Alter, okay.
Go. Oh, was haben wir hier? Archon, Schutz vor Weiß. Fliegen 3-2 für 4 Mana. Kreaturen können weder dich noch Planeswalker, die du kontrollierst, angreifen. Es sei denn, ihr Beherrscher bezahlt 1 für jede dieser Kreaturen. Alter, nochmal! Aber der ist ja echt lit. Was macht denn unsere Kurve? Unsere Kurve sieht echt gut aus bislang. Aber ich glaube, Alter, das kann den Draft ja richtig bumsen. Verzaubert eine nicht fliegende Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken und ihre aktivieren. Oh, das ist quasi Pazifismus. Nur für eine nicht fliegende Kreatur. Das ist schon ziemlich gut auch in Draft. Wenn man sich das schön aufhebt. Hier ist ein Artefakt, wo man Weiß bezahlt. Gläserner Sarg. Ah, Dornröschen, wa? Nee. Schneewittchen. Amena. So, was macht das? Schicker. Auch sehr kontrolllastig. Schicke eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandeltem Mana-Kosten von 3 oder weniger, die ein Gegner kontrolliert. Ja, aber das ist ja fast besser. Glaube ich. Ja. Nehmen wir. Oh, nochmal direkt. Jugendlicher Ritter nochmal. Was ist das? Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hält +1/+1 für jedes Artefakt und oder jede Verzauberung. Ah, das ist schon sehr spezifisch. Ich glaube, ich bin nochmal gefangen im Turm. Auf Ehrenbasis. Eine blockende Kreatur deiner Wahl erhält +7/+7 bis zum Ende des Zuges. Oh, das ist schon sehr schick. Das ist quasi besserer Flankenangriff. Ja. Wenn das idyllische Gehöft ungetappt ins Spiel kommt, lege eine 1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Ja, aber du brauchst 3 Ebenen, ne? Aber ist schon, oh. Ja, okay, ich glaube, ich habe jetzt zweimal gefangen im Turm. Das ist schon gut. Das ist schon gut Kontrolle. Wir kriegen noch ein paar Karten. Ich würde, glaube ich, das idyllische Gehöft nehmen. Turniergelände. Was ist daran? Okay, ich ralle es, glaube ich, nicht ganz. Also ja gut, im Multicolor-Deck ist es halt eine gute Karte. Ja, okay. Okay. Geil. Nochmal, das war das, was all unsere Kreaturen +1/+1 gibt. So, den Junker würde ich nochmal nehmen. Damit wir, ja, wir brauchen mehr 1er und 2er Drops, glaube ich. Alter, okay. Unser Deck ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut. Gut, das müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Die kommen direkt dann ins Side-Deck. Alter, okay. Okay, wir müssen 5 Siege holen. Immer wenn du einen Ritterzauberspruch wirkst, erzeuge eine 1. Ja, okay, ist spezifisch für Ritter. Wir haben ein paar Ritter. Ist okay. So, Mensch, Gesinde. Was ist Gesinde? Ich kenne nur Gesindel. Was ist Gesinde, ey? Das habe ich mir letztens schon gefragt. Sekunde. Gesinde. Das Gesinde bezeichnet die zu häuslichen Arbeitsleistungen verpflichteten oder verdingten Dienstboten eines Grund- oder Gutsherrn. Wieder was gelernt. So, was kann der denn? Bring eine Karte da, weil du kontrollierst, auf die Hand des Besitzers zurück. Die du kontrollierst. Ja, okay. Okay, ja, das ist eher so ein Kombi-Ding. Kombo-Ding. Bruder. Hä, hey, wie? Ah. Hey, ist halt echt ein richtig sau starkes Deck. Einhorn. Wachsamkeit. Erzeuge einen 2-2 weißen Ritter Kreaturenspielschein mit Wachsamkeit. Alter, das riecht gut. Potenziell ein Abenteuer, eine Abenteuerkreatur. Wir erinnern uns, wir hatten hier eine Fee, die... Ja, rein. Boah, hat sogar einen Soundeffekt. Die Karte. Ja, die scheiß Kuh. Ich glaube, da nehmen wir jetzt einfach nochmal... Oh, den Waffenständer oder Rechtschaffenheit? Da ist was umgefallen.
Weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich glaube. Ich glaube, den Waffenständer. So, wir nehmen einfach nur einen Ritter, glaube ich, mit. Oh. Doppelschlag. Guck mal. Genau das meine ich. Da könnte ich jetzt im Late Game beispielsweise 8 Mana bezahlen. Oder 12. Und dann kriegt der 3-3. Mit Doppelschlag. Das sind richtig gute Karten gedraft. So, okay, hier ist ein Haufen Scheiße. Nehmen wir hier. Ja, was. Ja, hier, komm. Für die Krone. Ah, nee. Oh, lol, das hat sich einmal verwechselt. Als es vorhin geht. Ah, geil. Nochmal der Junker, Ritter. Nochmal Junker. Rein in die Olga. Da. Ist halt auch für Draft geil mit 7 Mana bezahlen, ne? Dann wird das halt eine 7-7er mit Trampel. Und kann angreifen. Aber vor allem, wir bräuchten eigentlich noch was Kräftiges. Oh. Okay, das war's. So, jetzt können wir noch am Deck rumbasteln. So, jetzt ballern wir erstmal ins Side-Deck, was gar nicht weiß ist. So, und im Optimalfall kommen wir jetzt auf 40 Karten. Das ist der Optimalfall. Einfach, jetzt geht es darum, das Deck möglichst konkret werden zu lassen. Weil aktuell haben wir einen Haufen Karten. Da haben wir einfach nur das Beste jetzt genommen, was wir zur Auswahl hatten. Aber jetzt geht es darum, das Deck in eine Richtung zu bringen, wo es halt wirklich Form annimmt, wo es einen Gedanken bekommt. Unser Gedanke ist Ritter. Wir haben viele Karten, die unsere Ritter Marken geben, plus 1 Marken oder generell buffen, plus 0, plus 1 haben wir eine Verzauberung. Das war. Das war. Hier steckender Proviant, genau, plus 0, plus 1 haben wir zweimal, das ist sehr nice. Wir haben den Archon, der gibt. Nee, der andere Archon. Genau, Silberflammenritual haben wir dreimal. Jede Kreatur kriegt plus 1, plus 1. Das sind so die Core-Karten, sag ich mal. Waffenständer auch cool, haben wir zweimal mitgenommen. So, die kann weg. So, dann haben wir noch sowas wie den Archon. Alle Kreaturen kriegen plus, werden 3-3er. Außer er selber. Das ist ganz geil mit Viechern, die uns 1-1er bringen. Also wir wollen auch viel auf dem Platz haben. Ja, da haben wir auch noch, da haben wir hier und da was. Ich würde das erstmal raustun. Das können wir potenziell wieder reintun. Also wir haben ein paar Sachen, sowas wie für die Krone zweimal, was uns Kreaturenspielsteine reinbringt, die potenziell dann 3-3er werden, wenn der Archon kommt. Wir sollten uns nicht so krass darauf verlassen, weil ob der Archon jede Runde kommt, ist so eine Sache. So, das Feenwesen ist okay. Wir haben sehr viel Dreier. Wir haben sehr, sehr viel Dreier, was aber auch gut ist. Das ist eine echt gute Kur. Also das Problem ist aktuell in dem Deck, wir haben wenig Sechser und Siebener. Aber wir haben ein bisschen Kontrolle. Wir haben viele 1-1-Marken. Ritter der Festung nehme ich erstmal raus. Einfach weil der ist halt nichts, so, weißt du? So, der Archon ist sehr geil, meiner Meinung nach im Draft. Stelle ich mir sehr, sehr eklig vor für den Gegner. So, genau, die Kuh nehme ich auch erstmal raus, weil die uns gar nicht. Also, die geht. Das Ding ist bei der Kuh, die ist so ganz nice, du kriegst dann 3 Lebenspunkte. Also hast noch mehr Value und so. Muss zwar auch was bezahlen, aber dann potenziell ist in einem anderen Zug. Das ist schon cool. Aber sie ist halt für 4 Mana nur eine 3-3er. Hat da keinen Effekt, also ne, keine Fähigkeit, sowas wie Erstschlag, Fliegen, Wachsamkeit, irgendwas. Das ist halt nur eine 3-3er für 4 Mana. Und da haben wir bessere Karten. Ja, das ist halt spezifisch. Also schon eine gute Karte. Gerade Card Draw habe ich gesagt, ist gut. Aber im schlimmsten Fall habe ich die Karte auf der Hand
und ich warte die ganze Zeit, dass der Gegner ein Artefakt oder eine Verzauberung spielt. Und dann ist es nachher irgendwie so ein Kack-Artefakt. So, dann bezahle ich 4 Mana dafür, dass ich eine Karte ziehe. Ja, klar, das Artefakt ist auch weg, aber wenn es ein Kack-Artefakt ist, juckt es mich eigentlich nicht. So, das Einhorn ist geil. Genau, ne, da kriege ich auch wieder einen Spielstein, sogar einen Ritter. So, die Kutsche. Da kriege ich auch, genau, ist auch gut, weil auch Spielsteine. Oh, wir haben echt gutes Deck. Ich glaube, ich würde sogar die Burg erstmal raustun, potenziell erst wieder reintun. Warum haben wir Sümpfe? Oh, lol. Weg damit. Okay. So, 1er Drops haben wir nur 3. Das ist wenig. Ach so, lol. Nee, ja, rein. So. Warum hatte ich den rausgenommen? Upsi. Nee, das ist schon gut. Wir haben sehr viel 4er. Nee, wir haben auch sehr, sehr viel 2er, aber das sind alles... Gut, ein jugendlichen Ritter. Na. Eher der Junker, oder? Ich glaube, der Junker ist gar nicht so, so geil. Ah, lecker. Weil Alarmbereitschaft kostet 3 Mana. In einem Draft willst du in deinem Zug alles Mana eigentlich ausgeben. Es sei denn, du hast jetzt ein blaues Deck, was viel Aufblitzen hat oder... wo du dann doch mutig bist und Glück hattest, dass du viel Spontanzauber-Gute hast. Oder halt eine Edition, wo das möglich ist. Aber in der Regel, ich brauche 3 Mana, da muss es schon echt scheiße bei mir laufen. Und, weil das ist eine Early-Game-Karte, später ist sie eh nicht so geil. Also überhaupt nicht. So, ich brauche 3 Mana und in meinem Zug brauche ich eine Kreatur, die angegriffen hat. Für einen Überraschungsmoment. Also ich will da schon den Gegner reinbaiten. Ich würde den erstmal rausnehmen. Weil dann habe ich auch nicht mehr ganz so viel 2. Hier oben ist die Mana-Kurve, da muss ich ein bisschen drauf gucken. So, die 3er sind alle echt geil. Ich habe nur 5 3er. Okay, bei den 4ern. Das ist halt insane. Okay, Waffenständer. Eventuell Waffenständer raus. Das Ding ist bei Waffenständer, du hast halt potenziell 3-1-1 Marken auf deine Kreaturen. Das kannst du kannst auch 3-1-1 Marken nur auf eine machen. Also ist sehr situativ. Das ist halt sehr gut. Aber du brauchst halt 3 Züge, bis sich da die volle Wirkung entfacht. Und dadurch, dass ich so viel 3er und 4er Drops habe, das ist vielleicht echt sowas fürs Side-Deck. Jetzt haben wir 43 Karten. Das ist so gut, das Deck. Heilige Scheiße. Wir könnten einmal das Ritual raustun vielleicht. Oder halt die. Einfach weil... Ja. Für 3 Mana eine 2-2 fliegende. Ich hab ihn. Und... Klar, der Effekt, dass Kreaturen mit Abenteuer mit einer 1-1-Marke reinkommen. Wie viel haben wir denn effektiv? 1. Gut, aber die Komponenten. Ja, okay. 1, okay. 2, 3, 4. Fünf. Sind halt nur 5. So eine Karte spielt man halt, wenn man wachsam, so eine Karte spielt man, wenn man ein Abenteuerdeck hat. 5 ist bei 40 Karten eigentlich schon gut. Ist echt gut. Und wenn ich mir überlege, die hier kommen mit einer 1-1-Marke ins Spiel. Bruder. Dann sind es 3-4 fliegend. 3-4er fliegend. Aber es ist halt dieses Wenn. Das Deck ist so gut. Ich glaube, ich kann hier nichts mehr rausnehmen. Vielleicht ein jugendlicher Ritter.
Ja, aber ich habe auch gar nicht so viel Zweier-Kreaturen, einfach wegen gefangenem Turm. Den darf ich gar nicht so krass als Zweier-Drop sehen. Weil ich den einfach auch immer spielen kann. Es geht einfach darum, wie baut man sein Spiel auf. Das habe ich einfach gerade nur im Kopf. Ja, das Deck ist wahnsinnig gut, meiner Meinung nach. Also ich bin shit in Draft und ich bin super zufrieden. Ich habe vielleicht nicht alles richtig gemacht. Es gibt bestimmt ein paar super krasse Experten, die ihr Leben lang nur. Weil Draft ist super beliebt. Ich spiele jetzt auch Draft vor allem, ne, weil wir es noch nicht hatten, klar, aber weil ihr unter dem letzten Part geschrieben habt, ihr wollt mal Draft sehen. Ja, ich bin good to go. Wir müssen mal gucken. Vielleicht ist es ein bisschen wenig Kontrolle. Dann könnte ich noch so einen Flankenangriff reinnehmen. Oder so eine Rechtschaffenheit. Das sind echt gute Side-Sachen. Ohrenbetäubende Stille, ja. Gut, wir gehen mal rein. Jetzt muss ich das halt nur noch gut spielen. Aber es ist eigentlich ein sehr simples Deck, glaube ich. Das ist das Schöne an Draft. Du hast halt viel simple Decks. Weil du gezwungenermaßen diese spielst. Beziehungsweise es kommt ein bisschen auf die Farbe an, klar. Aber da kannst du ja auch sehr gezielt eine bestimmte Farbe dir aussuchen. So wie ich eben weiß. Gut, das. Wähle, ob du zuerst ziehen oder spielen möchtest. Zuerst ziehen. Ich habe nicht so viele Einser-Drops. Oh, kein Zweier. Aber Abzug 3 geht's halt ab. Ah, wobei. Boah, kein Einser und kein Zweier ist schon echt nicht gut. Und nur ein Dreier potenziell. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt recht hoch, dass ich ein Zweier, Einser oder Dreier ziehe. Ich behalte das. Es geht schlimmer. Okay, Leute, los geht's. Ich tue mal meine Cam ein bisschen nach rechts. So. So, ich sag mal Hallo. Ich finde, da fehlen noch Sounds. Ja, was ich sagte, Draft ist nicht so meins. Was? Wieso verändert? Die Veränderungen werden nach dem Bestätigen registriert. Dein Deck wird erst beim Absenden aktualisiert. Achso, ich habe 2 Minuten Zeit, mein Deck anzupassen. Mache ich aber nicht. Hä? Was passiert hier? Best of two? Was? Nehmen wir. Was passiert hier gerade? Ist das jetzt ein Rematch, weil der gerade raus ist? Opfere Speise. Aha. Oh, sehr gut. So, komm ran. Ich habe gerade nicht ganz verstanden, was abging. Und warum 2 Matches? Oh, was? Zieh eine Karte. Verzauberte Kreatur verliert alle Fähigkeiten, ist eine grüne Hirschkreatur mit Basis. Okay, krass. Oh, okay. Crazy. Das ist. Ja, wir greifen an. Einfach um Lebenspunkte zu bekommen. Das wäre so ein Kandidat, wo ich jetzt echt. Ja, nee, blocken wir nicht. So, jetzt spielt er noch was. Boah, der hat ziemlich stark gestartet. Immer wenn die Jägerin angreift oder blockt, erzeuge einen Speisespielstein. Opfere 2 Speisen, ziehe eine Karte. Das ist ziemlich gut. Boah, und die hat 3-3. Kann von Kreaturen mit Stärke 3 oder mehr nicht geblockt werden. Sehr gut. Ja, ich muss jetzt doppelt blocken. Sie. Auf jeden Fall.
Nächsten Zug kommt der feuergeborene Ritter, der Doppelschlag. Und dann halte ich einfach nur ein, also ich nehme dann einen Zug die Schmerzen auf mich und spiele Silberflammenritual. Das ist super gut für uns. So, hier kriegen wir 2-1-1 Mensch-Kreaturenspielsteine. Und ich bekomme einen Lebenspunkt für jede Kreatur, die ich kontrolliere. Geil, das sparen wir uns auf. Oh, ich habe kein Mana. Ja gut, dann sparen wir uns nicht auf. Theoretisch spiele ich das erst später und hätte jetzt erstmal den Feuergeborenen, aber wir haben leider kein Mana. Also meine Reihenfolge wäre jetzt gewesen, Feuergeborene Ritter into Silberflammenritual zweimal. Hab richtig viel kassiert, weil ich nicht blocke und dann kommt für die Krone, aber wir machen es jetzt. So, wir haben 5 Lebenspunkte bekommen. Nee, 3. Achso, die haben noch nicht gezählt. Na gut. Läuft gut für uns. Er konnte irgendwie nichts spielen. Oder er hat halt das Mana aufgespart für potenziell einen Spontanzauber. Nee, okay, krass. Dann war das ein richtiger Scheißzug bei ihm. Also ich meine, er hatte einen unfassbar guten Start. Und auch einen guten zweiten und dritten Zug. Aber, ja. Rosendorn-Hellebarde. Wenn die Rosendorn-Hellebarde ins Spiel kommt, lege sie an eine Nicht-Mensch-Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Die aus plus 2, plus 1. Ja, euch ein bisschen verlockend, jetzt schon Silberflammenritual zu spielen. Weil dann würde ich, glaube ich, mit allen angreifen. 2, 8, das wären 12 Schaden. Der würde draufgehen. Aber der würde leben. Das wäre schon ziemlich viel Pressure. Aber ich will eigentlich so viel wie möglich noch halten, um dann zweimal Silberflammenritual draußen zu haben. Das heißt, wir greifen erstmal noch mit der geliebten Prinzessin an. Um, eigentlich ist es super gut für uns. Umso länger wir viele wir wollen stacken. Wir wollen viele Kreaturen liegen haben. Lebenspunkte technisch super. Wir haben uns wieder hochgehangelt. So, und dann wollen wir eskalieren. Mit Masse. Oh, der Arch. Ich habe ja den Arch schon. Ja, dann ist eh Ende. Crazy. Warte mal, aber Nicht-Arch und Kreaturen haben Basisstärke und Widerstands 3-3. Dann kriegen sie durch Silberflammenritual plus 1 plus 1 und der hat trotzdem noch Doppelschlag zum Beispiel. Das ist ultra gut. So. Ich könnte. Nee, ich spiele Silberflammenritual. Dann kriegen alle Wachsamkeit auch noch. Mit ihm. Nee, mit ihm. Warte mal. Doppelschlag? Eine Kreatur mit Doppelschlag fügt sowohl Erstschlag als auch... Genau, Erstschlag. Aber es reicht nicht. Ab nächsten Zug. Ich greife mit ihm noch nicht hin. Greife mit ihr an. Mit den beiden und den beiden. Dann blockt er die zwei einfach mit denen weg und kriegt 6 aufs Maul. 8. Dann ist er auf 9. Dann habe ich schon richtig Druck. Nächsten Zug muss er dann alles blocken, sonst ist er tot. Und er wird dabei alles verlieren. Er hat 3 Handkarten. Er hätte super oft nichts spielen können. Ja. Oh, ach ja, okay. Ah, stimmt. Das habe ich nicht... Ja. Egal. Ist cool. Das ist cool. Ist immer noch fein. Ja, stimmt. Er hätte einfach... Ja, er hätte mit dem Ding den 30... Ja, vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. Aber ich glaube, es ist immer noch fein. Wenn ihr ins Spiel kommt, erzeuge ich einen Speicherspielstein. Scheiße, jetzt kriegt er 3 Lebenspunkte. Oh ne. Was? Okay. So, jetzt kriegt erstmal jemand plus 1 plus 1. Ne, er ist ein Problem. Er ist ein Problem. Also, ich könnte den Archon spielen. Dann ist er kein Problem mehr. So.
Wieso kann ich ihn nicht... Ah, 6 Mana. Oh. Er kann es immer noch gewinnen. Das Ding ist, wenn der Archon kommt, habe ich gewonnen. Wenn der Archon kommt, einfach wegen Silberflammenritual. Ich weiß nicht, ob die Marken bleiben. Müssten eigentlich. Wir werden es jetzt herausfinden. Nein, ich wollte es doch. Aber das Deck ist so gut. Ich glaube, den Einzug hätte ich sogar nicht angreifen sollen. Einfach weil ich das nicht gesehen habe, dass er ja auch den Junker blocken könnte. Aber war trotzdem okay, denke ich. Badmancer. Achso, seht ihr gar nicht. So, er darf auswählen, wer anfängt. Also ja, ich habe wenig 1er und 2er Drops, aber... Oh, das ist nicht gut. Das ist kein... Nee, also ich habe keine 1er Kreatur, keine 2er und auch keine 3er auf der Hand. Das ist schon besser. Das ist schon besser, ja. Hau ich Mana weg? Oder den Proviant? Oh, schwierig. Oder für die Krone. Ich hau erstmal für die Krone weg, glaube ich. Die anderen sind einfach zu key für mich. Ja, wobei die Combo war es eigentlich, die ist gut. Ja, vielleicht hätte ich doch Mana. Aber better safe than sorry, denke ich, mit dem Mana. Weil wenn ich dann jetzt unlucky bin und mein drittes Mana nicht ziehe, so, für zum Beispiel ihn. Oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Guck mal, der hat potenziell 4-5. Nee, 4. Was laber ich? 3-5. Was ist das für ein Fuchs? Solange du ein Artefakt hat er Flugfähigkeit. Flatterfuchs. Okay. Ne, den hebe ich mir auf, um einen Riesen zu töten, wenn ihr versteht, was ich meine. Wobei, ist ein Ritter, ne? Ne, ist nicht. So. Dann kriege ich gleich einen 1-1er. Wobei, tappe bis zu 2 Kreaturen. Ja. Muss ich nicht machen. Sturzflug muss ich nicht machen. Ist immer so verlockend, wenn man Abenteuerkarten hat, hat man immer das Gefühl, man muss auch das Abenteuer benutzen, um möglichst viel, okay, um möglichst viel aus der Karte rauszuholen. Das ist fein. Alter, er hat 3 Farben? Nee, hat der Lack gesoffen. Ja. Einfach, weil ich dann auch eine 1-1er krieg. Dann wird angegriffen. Weil jetzt würde ich, glaube ich, würde nicht mal blocken. Einfach weil Silberflammenritual jetzt auch kommt. Hoffentlich. Und stärkender Proviant. Und dann ist es auch schön mit dem Flatterfuchs. Und wir haben ja eben auch gesehen, ich bin in der Lage. Eigentlich worth, dass er das auf diese Kreatur einsetzt. Das ist tatsächlich sehr worth für uns. Ich spiele halt gar nicht auf diese Speisendingens. Alter, ja. 3 Farbendeck. Okay, ist einfach nur ein 3-2er. Warum kann ich... Achso, er hat Flugfähigkeit. So. Ja. Er hat Flugfähigkeit. Das ist halt schon echt shit. Ja, jetzt ist die Frage.
spiele ich Silberflammenritual und greife mit dem 1-1 an. Den wird er durchlassen, dann greift er an. Nee, das. Ich glaube, ich muss halt echt warten, dass ich stärkender Proviant und Silberflammenritual draußen habe. Und ich brauche dann was Fliegendes. So, Wachsamkeit. Na dann. Guck mal, er müsste ihn eigentlich durchlassen. Weil sonst, es wäre ein schlechter Trade für ihn. Aber dadurch, dass Wachsamkeit ist, ist es gut, wenn er ihn durchlässt. Und es ist auch gut, wenn er ihn blockt, weil es ein guter Trade für mich ist. Geil. Okay. Läuft okay. Ich glaube, die drei Farben werden ihm das Genick brechen. Das ist einfach krass ambitioniert. Und bisher sind das auch nur Shit-Karten. Die wirken nur bedrohlich wegen stärkender Proviant. Aber der kommt bei mir jetzt auch gleich. Erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Okay, der muss weg. Okay. Er könnte noch was spielen. Okay, er hat einen Spontanzauber für 2 Mana. Einen blauen Spontan... oder weiß. Wahrscheinlich sowas, was eine Kreatur bufft. Wobei, das ist eher grün. Weiß. Ein weißer Spontanzauber könnte sowas sein, wie eine angreifende oder blockende Kreatur erhält dieses und jenes. Hebe ich mir auf. Fällen ist einfach zu gut. Ja, ich muss erstmal mauern. Ich muss mauern. Ich habe ein bisschen wenig Kreaturen am Stissel. Er kann jetzt nur noch mit dem Flatterfuchs wirklich angreifen. Das Problem ist, mit ihm hat er jetzt echt keine Mana-Probleme mehr, denke ich. Wegen Multicolor. Ich habe eine Kreatur deiner Wahl. Damit könnte ich ihn abfacken. Aber dann müsste ich auch jede Runde 2 Mana offen lassen. Nee. Der kommt, wenn Not am Mann ist. Wobei es wären... Nee, es ist ja auch kein Ritter. Das ist cool. Nächste Runde kommt verzauberte Kutsche. Das sind dann alles 2 Dreier. Nee, doch. Nee. Oh, ich denke die ganze Zeit, das wäre eine Verzauberung, aber es ist ja eine Hexerei. Ja. Ja. Ich muss durchhalten. Ich glaube, ich werde in diesem Match... kommen wir beide schnell an einen Punkt, wo er entweder mit Mana... Er zieht doch echt viel Mana. Also ja, wenn ich dem Flatterfuchs... Nur der Flatterfuchs ist ein Problem. Ansonsten habe ich gerade nur ein bisschen Stress, was potenziell kommen mag. Aber da kommt nichts. Und wenn was kommt, kommt Riesentöter. Ich brauche halt nur was Fliegendes. So, und er hat noch einen Spontanzauber auf Hand, das wissen wir. Aha, ist wirklich keine Kreatur. So, ein Artefakt hat keine Einsatzverzögerung. Das bedeutet, wenn ich es jetzt bemanne, kann es dann direkt angreifen. Ja. Also, ich probiere es. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Weil es ist eine Artefaktkreatur, die diese Runde ins Spiel kam. Jetzt werden wir sehen, was er für einen Spontanzauber hat, aber... Kann er angreifen? Nee, nein. Angreifen. Ja, okay. Bis zum Ende des Zuges bemannen? Ja, scheiße. Nee, okay. Ja, dann, das war ein Learning. Das war jetzt nicht gut, weil wir können jetzt nicht so viel... Ist okay. Das Ding ist, er hat kein... Geil! Das Ding ist, er hat keinen Spontanzauber, der eine Kreatur von ihm bufft. Sonst hätte er mit ihm schon angegriffen, um ihn zu killen. Er hat... Was könnte er haben? Irgendwas Blaues. Vielleicht... Ich weiß nicht. Was hat er für einen Spontanzauber?
Und das meine ich, wenn man sich halt in der Edition gut auskennt, dann geht da potenziell einiges. Ja, der Flatterfuchs. Komm, ich habe so viel Fliegende im Deck. Dafür, dass ich weiß habe. Gönn! Okay. So. Eine 3-4er wird das. Und das wird eine 4-5er. Aber er kann doppelt blocken. Aber es wäre ultra worth. Weil dann kann ich Druck aufbauen. Warte mal, das ist eine 4-5er. 4-6er potenziell. Selbst wenn er Doppelblock kriegt, er sie nicht tot. Ja, dann machen wir das. Wir spielen stärkender Proviant. Ja, das machen wir. Jetzt fangen wir an, mal Druck zu machen. So. Dann bemanne ich die Kutsche. Greifen wir mit beiden an? Nö, ich glaube nicht. Er steht so schlecht da. Mit ihm auch. So, was machst du? Lässt du es durch? Nein, okay. Ja, das ist fein. Das mache ich im Endturn von ihm. Dann kriege ich 3 Lebenspunkte. Er kann das auch noch gut machen. Er hat quasi 6 Lebenspunkte mehr. So, jetzt sein Flatterfuchs. Er zieht halt nur Shit, ne? Das ist das Problem, wenn du 3 Farben im Draft nimmst. Das ist ultra bad. So, jetzt aktiviere ich meine Speise. Alter, er zieht aber echt auch nur Mana, ne? Kriegt 3 Lebenspunkte. Und mein Zug. Oh. 3. Ja, ich hole mir erst noch. Ich bemanne die Kutsche, mache den gleichen Angriff nochmal. Nö. Mit ihm greife ich nicht an. Ich greife mit ihm auch an. Ich mache jetzt Druck, weil er droppt jetzt echt langsam. Ja, raus. Oh, nee, ich hätte erst die Kutsche bemannen sollen. Scheiße. Ja, jetzt bemanne ich nicht die Kutsche und greife einfach mit allem an. Ja, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. 2-2, die blockt er damit. Und geht was drauf. Und er kriegt 7 aufs Maul. Wenn er alles durchlässt. 7, 9, 11. Dann kriegt er 11 Schaden. Ich sollte nicht mit einem angreifen. Weil nachher kriegt er irgendwas, was Silberflammen... Wenn er alles... Ja, nee. Ich greife nicht mit einem an. Ich benutze sie zum Blocken. Safety first. Ich lasse jetzt nichts anbrennen. Weil das habe ich in der Tasche. Ja, ich habe das überhaupt nicht gut gespielt gerade. Ich hätte die Kutsche bemannen sollen. Und dann mit einem angreifen. Dann hätte er blocken müssen, sonst wäre er tot. Also, ne, erst die Kutsche bemannen, dann Silberflammen-Ritual-Dings hier. Silberquelle, Alter. Silberquelle ist übrigens eine Bar in Braunschweig, die einen gewissen Status hat. Mehr dazu sage ich jetzt nicht. So, was macht er? Ja, sehr gut. Okay. Nice. Ja. Oh Gott, ich hätte mit einem angreifen sollen. Die haben doch alle Wachsamkeit. Ja, okay. Aber das wissen wir jetzt. Wissen wir jetzt. Ich glaube, er kann nicht mehr gewinnen.
Er hat halt seine Speisen. Okay, okay, okay. Das Ding ist, ich kann immer nur noch meine Kutsche bemannen. Auch im gegnerischen Zug. Die hat dann 4-6. Na, naja, also die Mäuschen hier, die kann man theoretisch... Dann gehen die Mäuse in die Kutsche. Das ist echt eine geile Edition. So. Aha, ja gut. Der Flatterfuchs. Was eine Kackkarte, ey. Wie kriegt der Flugfähigkeit? Artefakt oder Verzauberung? Ja, seine Speisesteine, die machen die Flugfähigkeit. Er hat halt einen Scheißdeck. Sorry, aber ich habe jetzt echt nicht ideal gezogen. So, letztes Einhorn, Amina. Ja, ich bemanne die Kutsche und Abfahrt. Dann mache ich 4, 8, 10, 13 Schaden. Er muss blocken und sonst hat er verloren. Wobei, er könnte halt noch seine Speisen opfern. Das kostet aber 2 Mana. Eine Speise, 2 Speisen. Für 3 reicht es nicht. Kriegt er 6 Leben. Er könnte alles durchlassen. Dann kriegt er 4, 8, 10, 13 aufs Maul. Hat aber 14 Leben. Das heißt, überlebt es. Und im nächsten Zug könnte es sein, dass er eine Karte zieht, die all seinen Viechern +1/+1 gibt und ich bin am Ass. Aber er hat Wachsamkeit. Dann greife ich jetzt auf jeden Fall mit der Kutsche an. Und mit ihr. Weil er muss blocken, sonst ist er tot. Und ich habe noch 2 Blocker, damit bin ich safe. Ich meine, ich habe auch noch meine Speise. Ja, okay. Ja, scheiße, ja. Okay, nee, ja. Ich habe irgendwie... Ich denke die ganze Zeit, ich bin stark genug, um ihn zu killen. Aber kann ich ja gar nicht. Egal, slow and steady. Also, in diesem Match hätte ich einiges besser machen können. Aber... Das sind Nuancen. Er zieht halt auch nur Mana. Also es tut mir echt leid. Er hat das ganze Match nur diese 3 Kreaturen. Ich habe nur nicht eine Kreatur gekillt von ihm. Ich meine, er blockt auch nicht, beziehungsweise blockt nur safe und lässt sich halt runterbumsen. Jetzt muss er halt langsam blocken. So. Mhm. Ja, dann kommt jetzt das einsame Einhorn, Amina. Dann bemanne ich die Kutsche. Und jetzt greife ich mit allem an und er ist tot. Er hat nur seinen Spontanzauber. Warte mal. Wenn er jetzt 3 Speisen opfert, kriegt er 9 Leben. Dann hat er 13. 3, 7, 9, 12. Ja, ist egal. Ich greife mit allem an. Ich habe Wachsamkeit. Ich habe 2 Kreaturen dann noch zum Blocken. Ja, okay. Jetzt die Frage, blockt er gescheit? Er muss nicht mal gescheit blocken, oder? Na doch, er muss halt schon richtig blocken, aber... Du musst alle Speisen opfern, sonst bist du tot, Junge. Was war eigentlich... Ist es echt... Best of 2? Also, nee, Play 2 in diesem Draft? Das ist krass. Okay, ich habe mich definitiv verrechnet. Ich habe auf jeden Fall einen Denkfehler gehabt.
Ach so, ich konnte mit dem einsamen Einhorn ja gar nicht angreifen. Weil es Einsatzverzögerung hatte, stimmt. Ja, okay. Aber selbst, ja doch. Genau, wäre das da, hätte er die Speise auch noch opfern müssen. Ich habe mich trotzdem verrechnet. Na egal. Quick Math, Allah. Amana. Übrigens, ich kann das hier mal so droppen. Ich war die letzten 2 Wochen krank. Deswegen. Also, ich hatte eine Erkältung, die habe ich dann verschleppt, weil ich trotzdem auf Arbeit war, trotzdem gestreamt habe, trotzdem hier, ne, Sachen gemacht habe. Okay. Danke. Und, deswegen kam auf dem Kanal jetzt wenig. Ne, ich bin krank oder noch angeschlagen ins Office gekommen, um für den Hauptkanal aufzunehmen und so weiter. Aber hier kam dann nichts. Aber ich habe in der Zwischenzeit, also ich war trotzdem viel busy. Bei mir ist auch privat gerade einiges los. Und auch hier auf Arbeit außerhalb meines Kanales ist einfach aus, ich sag mal, aus Gesellschaft der Perspektive einiges los. Aber trotzdem, einfach dadurch, dass ich krank war, zumindest diese Woche, haben wir dann gemerkt, okay, jetzt bin ich rückfällig geworden, scheiße, Erkältung wird nicht los, ich muss echt nach Hause und einfach nur mich ausruhen. Konnte ich viel Age of Empires 2 zocken. Und ihr wisst ja, wenn ich ein Spiel anpacke und gerade so diesen kompetitiven Gedanken verlockend finde, dann bin ich halt voll im Sog und die Lernkurve ist bei mir auch immer echt sehr steil. Gerade RTS-Games ist ja eh so meins. So, ich habe jetzt eh gewonnen, oder? Warum gibt der nicht auf? Für das gewisse Etwas fehlt dann immer oftmals die Zeit, sei es in Fortnite, in PUBG, in LOL. Und das, denke ich, waren so meine Spitzenspiele, wo ich echt gut war, wo ich echt Phasen hatte, wo ich richtig gut war. Bei LOL natürlich nochmal besonders. Gerade so die King of Spandau-Zeit in der ersten, zweiten, dritten Season. Da war ich halt wirklich auf einem extrem guten Level, auch wenn mein Solo-Queue-Ranking das nicht zum Ausdruck gebracht hat, einfach weil ich kein Solo-Queue gespielt habe. Aber, so ansonsten bei anderen Titeln sehe ich es einfach nicht, dass ich. Ich muss halt einfach gucken, rein beruflich, dass ich meine Zeit gut investiere. Gerade privat gucke ich dann. Es ist echt ein Play-Two in diesem Draft. Warum? Ist das neu? Also, man hat immer eine Doppelbegegnung. Also, man spielt immer gegen jeden Gegner zweimal. Finde ich eigentlich ziemlich geil im Draft, weil im Draft bist du halt automatisch. Früher konntest du auch immer auch 3 Matches verlieren. Also, zwei durftest du verlieren. Erst beim dritten warst du raus. Jetzt haben die es auf 2 reduziert. Ich habe gesehen, Draft kostet jetzt mehr. Also, früher waren das, glaube ich, 750 Diamanten. Jetzt, sind es Diamanten hier? Ja, diese Währung. Jetzt sind es 1500. Oh, das ist. Oh, das ist perfekt. Das ist. Guten Dreier-Drop, aber der kommt noch. Mana kommt auch noch. Ja, auf jeden Fall. Age of Empires bockt gerade übertrieben. Komm, wir sagen nochmal Hallo. Jetzt verstehe ich auch beim ersten Match, er hatte irgendwie Disconnect oder hat aufgegeben. Das kenne ich. Was hat das nochmal gemacht? Das hatten wir schon mal. Bestimme einen beliebigen Kartennamen. Aktiviere Fähigkeiten von der Quelle mit dem bestimmten Ka Namen können nicht aktiviert werden, außer es sind Mana-Fähigkeiten. Aktivierbare Fähigkeiten. Hä? Was hat er jetzt ausgewählt? Feuergeborener Ritter. Ja, aber es ist ja eine Mana-Fähigkeit. Und das ist ja aktivierte Fähigkeiten von Quellen mit dem bestimmten Namen können nicht aktiviert werden, außer es sind Mana-Fähigkeiten. Aber es ist ja eine Mana-Fähigkeit. So ein Doppelschlag ist ja keine aktivierbare Fähigkeit. Es ist ja eine Fähigkeit, die von alleine immer aktiviert wird, oder? Na gut, Jugendlicher Ritter. Boah, es ist echt perfekt. Wenn ich jetzt im nächsten Zug eine Kreatur für 3 Mana ziehe, ist das der beste Start, den ich haben kann.
Am besten hier der 2-3er fliegend. Er mit seinem Multicolor-Deck. Junge, das ist so shit. Baut bitte im Draft niemals ein 3-Farben-Deck. Alter, wieder der Flatterfuchs, ne? Okay. So. Ach so. Haha. Es ist eine fliegende... Nee, sie fliegt... Doch, sie fliegt schon. Klar, weil er ein Artefakt hat. Aber ich habe Erstschlag. Und den kann er nicht blocken. Und er macht mir quasi jede Runde, wenn er damit einfach immer nur angreift. Hä? Ach, scheiße, mit Stärke 3 oder mehr. Okay, das war ein Fehler. Naja, ich kriege ein Leben. Shit. Das war ein Missplay. Ah, nicht arrogant werden, Henno. Ja, okay. Schade, ich kann die 3 Mana nicht benutzen. Aber ab nächsten Zug geht's halt ab. Heilige Scheiße. Das ist insane. +1/+1 für jede Verzauberung aller Artefakte. Ich muss mit ihm gegentraden mit Lebensverknüpfung. Und ich muss hoffen, dass ich eine fliegende Karte ziehe. Und oder ich habe nichts. Ich habe nur gefangen im Turm. Ich habe nichts, um das Artefakt zu... Ja, bumsen. Scheiße. Okay, ich kann nur mit... Also ich muss gegen pushen. So viel Schaden wie möglich machen. Das irgendwie... Ne? Gerade mit Lebensverknüpfung muss ich knallen. Fuck. Ich brauche richtig viel Mana. Ich muss hoffen, dass er keine Kreaturen zieht. Oder wenn, dann nur Kack-Kreaturen. Die ihn nicht töten können. Wobei, ich habe nur Silberflammenritual. Scheiße. Und ansonsten muss ich jetzt hoffen, dass ich fliegende Kreaturen ziehe. Er zieht wieder 10 Tonnen Mana. Ist ganz witzig. Scheiße. Nein, es reicht, um ihn zu killen. Fünf Mana. 2. Okay. Ja. Okay, ich muss jetzt gefangen im Turm auf Rosendorn Tempeldienerin machen. Dann muss ich die Fähigkeit aktivieren, dass er Lebensverknüpfung bekommt. Und mit beiden angreifen. Und ich kriege 4 Leben. Dadurch überlebe ich noch einen Zug. Nächste Runde mache ich 8 Schaden, kriege 5 Leben. Okay. So, jetzt gehe ich ins Side-Deck. Der Flatterfuchs hat mich gebumst. Ich habe gerade Scheiße. So, was hau ich raus? Er ist gegen ihn nicht so gut. Einfach weil er hat nur einige wenige Kreaturen. Und er hat ohne Ende Mana. So. Dann hau ich jetzt Rechtschaffenheit rein. So, was kommt noch raus? Irgendwas Spätes. Das einsame Einhorn? Die Kutsche? Das einsame Einhorn. Ah, wobei... Am besten Dreier-Drop. Ja, ein jugendlicher Ritter kommt raus. Und dafür kommt jetzt noch Flankenangriff rein. Und ich nehme Kuss der wahren Liebe rein. Auf jeden Fall. Weil er spielt richtig viel Kreaturenverzauberung. So, und jetzt haue ich noch eine 4er raus. Oder das... Die Kutsche oder das einsame Einhorn. Dann lieber die Kutsche, glaube ich. Ich könnte die Kutsche einfach auch trotzdem noch mit reintun. Nee. So, und jetzt muss ich... Boah, okay. Shit. Ah, das macht richtig Bock. Ich glaube, ich sollte öfter Draft spielen. Wir ziehen zuerst.
Boah. Richtig gut, aber kein Mana. Wir haben aber Kuss der wahren Liebe. Das ist sehr gut gegen ihn. Aber das ist viel zu risky. Weil ich habe kein Mana. Alter, hätte ich ein Mana mehr, würde ich sagen, geil. Aber ich kann das nicht machen. Wenn ich im nächsten Zug kein Mana ziehe. Warte mal, im ersten Zug kein Mana ist noch okay. Im zweiten Zug kein Mana wäre katastrophal. Die Wahrscheinlichkeit ist aber schon sehr hoch, dass ich in einem der beiden Züge Mana ziehe. Also sehr, sehr hoch. Und wenn das passiert, dann ist es ein Auto-Win. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass... Weil ich Bumsi... Oh, das ist jetzt High Risk. Habe ich das nötig, das Risiko? Er spielt ganz offensichtlich um Verzauberung auf seinen Flatterfuchs. Also übertrieben. Ich dachte, sein Deck wäre shit, aber er hat einfach beim ersten Mal nur richtig mies gezogen und beim zweiten Mal richtig extrem gut. Ich gehe High Risk. Komm. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Scheiße. Okay, ist noch verkraftbar. Aber jetzt muss ich Mana ziehen. Walla. Oh, ich kann doch noch tappen, Kreatur. Ja! Fliegend. Okay. Ja, dann kommt jetzt der Junker. Er kann die geliebte Prinzessin blocken. Er kann sie blocken, ne? Kein Angriff. Komm, jetzt Mana. Wäre sehr gut. Très bien. Notfalls hätte ich dann noch Sturzflug. Bruder. Das ist ein ziemlich kranker Start für ihn. Alter. Was hat er bitte beim ersten Mal für eine Scheiße gezogen? Ich sag nochmal hallo. Erzeuge einen Speisestein, wenn du ins Spiel kommst. Immer wenn du eine Speise opferst, kannst du 1 bezahlen. Falls du dies tust, schau dir die obersten 2 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine beliebende, bleibende Karte auf Vorzeigung auf die Hand nehmen. Boah, die Karte ist ziemlich gut. Ich habe keinen Mana gezogen. Ja, dann greife ich mit dem Junker an. Er kriegt 2 Schaden und dann spiele ich Sturzflug. Scheiße. Boah, das ist jetzt sehr, sehr, sehr schlecht für mich. Ich habe zweimal kein... Ja. Okay, also das erste Mal, wo ich kein Mana gezogen habe, ist kein Problem. Oh, da ist er. Fuck. Aber er hat nur noch eine Handkarte. Das müssen wir auch bedenken. So, jetzt greift er mit 2 an. Perfekt. Warte mal. Hätte ich das jetzt vorher machen sollen? Weil die sind ja jetzt getappt. Ich weiß nicht, wie die Mechanik funktioniert. Die habe ich so noch nie angewendet in Arena. Also diese Art von Interaktion. Ist es jetzt denied? Okay, ich muss das vorher machen. Ich wollte es bewusst nicht vorher machen, weil er dann darauf reagieren könnte, dass er einfach Mana erzeugt. Ja, scheiße. Okay, ich habe Mana gezogen. So. Da würde ich 2 Leben bekommen und 2 1-1er. Die bringen mir aber nicht viel. Ich brauche jetzt was knackig Fliegendes. Er hier denied alles von ihm. Das Problem ist, er wird nächsten Zug den Flatterfuchs ausrüsten. So, dann kriegt er jetzt nochmal 2 aufs Maul durch... Okay, er hat einen Spontanzauber. Es ist keine Verzauberung. Er hatte schon bei der ersten... Ah, scheiße.
Oh, dann kriege ich jetzt 6 auf die Schnauze. Boah, das läuft sehr gut für ihn und sehr mies für mich. Boah, shit. Nein, perfekt für ihn. Ey. Hab verloren. Nee. Ich muss jetzt Mana ziehen und Kuss der wahren Liebe, sonst... Nee, selbst dann habe ich verloren. Das war jetzt perfekt für ihn. Scheiße. Wie kann man denn so cocky sein, im Draft 3 Farben picken? Okay, ich glaube, ich muss revidieren, was ich im ersten Match gesagt habe. Ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass er einfach sehr viel Draft spielt und sehr gut ist und sehr genau weiß, welchen Plan er verfolgt beim Picken. Weil das ist ein krasser Gedanke, den er da... Also er hat sich... Er wusste genau, was er spielen will und hat sich das krass... Diesen Flatterfuchs 4-mal potenziell und dann super viel Verzauberung. Also, wenn ich jetzt das weghau, dann kann er mir 6 Schaden machen. Ich muss mit ihr angreifen. Dann habe ich ein Leben. Also, wenn er eine Kreatur mit Eile zieht oder eine Kreatur mit Verzauberung, die was von ihm oder irgendwas, was seine Viecher stärker macht, habe ich verloren. Ansonsten kann ich dann noch für die Krone machen. Ah ne, kann er nicht blocken. Gut. Dann kriege ich 2 Lebenspunkte. Ne, ich brauche dann eine fliegende... Also... Locker eine Kreaturverzauberung. Nicht, okay. Bruder. Mana. Das ist auch echt gut. Spur aus Brotkrug. Der hat so ein gutes... Nein. Okay. Ich ziehe auch nicht das, was ich im Side-Deck. Gut, ja. Kuss der wahren Liebe, toll. So, kriege ich 2 Leben. Hab verloren. Das Problem ist, selbst er bringt mir nichts. Warte mal. Nein, mir fehlt ein Mana. Warte, ich krieg ein Leben. Dann bin ich auf 2. 4. Tot. 2 blocken. Macht er mir flat 2. Scheiße! Warte, eine fliegende? Hab ein Mana zu wenig. Ich bin tot. Boah, ist das bitter. Scheiße, hätte ich ein Mana, hätte ich in dem einen Zug Mana gezogen. Hätte ich eine Kreatur mehr auf dem Platz. Ja, hab verloren. Ich lasse ihm das aber runterspielen, das hat er sich verdient. Boah, das war so... Alter, das ist echt close. Und dann wäre Archung... Mann! Auch so lucky, dass er die dann nochmal jetzt zieht, ne? Obwohl er die jetzt gerade schon hatte. Muss er, ja, es sei denn, er hat die 4-mal, dann war es nicht so lucky. Also dann war es komplett fein. Aber es ist auch, also sein Start war insane. Also, und er zieht doch immer den Fuchs, also den muss er auch 4-mal haben. Das ist ja auch Hammer. Gutes Spiel. Ah, okay, geht nicht. Ja, Leute, also, sehr schade, wir haben einen Loss. Aber wir haben extrem gutes Deck. Wirklich extrem gutes Deck. Ich würde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich muss sagen, es macht mir extrem viel Bock. Viel mehr, als ich dachte. Und ich würde einfach mit dem Draft nächste Woche oder dann halt beim nächsten Magic-Video weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ich kann den einen oder anderen für Magic begeistern.
Link dafür ist in der Beschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi.